Macht er auch wieder so eigene Notizen in die Karte, oder? Ja. Sehr gut. Das macht er tatsächlich. Hier ist nämlich ein Codeschloss. Aber ich kenne den Code nicht. Ich kenne nur meinen eigenen Code. Und der kennt nur eine Farbnuance. Braun. Oh, geht die Musik schon los? Ja, hey. Naja, aber Silent Hill ist da. Ja, manche, das ist doch schön. Ist doch schön. Sitzt wieder der Dorfälteste an der Heimorgel. Na gut, also ich bin schon den richtigen Weg gelaufen. Jetzt nicht durch. Gibt es auch wieder eine Schule hier. Alles ist genau. Es gibt eine Menge Gebäude, wo man rein kann. Das stimmt tatsächlich. Ja, auch viele, die man persönlich auch schon kennt, oder? Naja, es ist tatsächlich dieselbe Stadt noch, ja. Gut, dann nehmen wir mal hier das Eisenrohr mit. Wahrscheinlich eine ganz doofe Idee jetzt gewesen. Oh. So, diesmal liegen Bäume auf der Fahrbahn. Nicht nur irgendwas von wegen. Früher waren es, glaube ich, nur Risse, ne? Ja, es sind Erdbeben, quasi. Briefkästen, Häuser. Okay, ich werde jetzt nicht zu wild hier durch die Gegend rennen. Also versuchen wir mal ein bisschen systematisch vorzugehen, indem wir uns einfach mal an die Wände halten. An die Außenwände. Indem wir uns an ihnen festhalten und nie wieder loslassen. Ich nehme lieber hier. Das ist eine Hake, die brauche ich nicht. Ich nehme lieber hier die. Die lasse ich da. Die lassen wir mal sein. Es gibt auch in diesem Silent Hill unzählige Nebenquests. Echt, ja? Gab es in anderen Silent Hills auch Nebenquests? Das war mir auch nicht so. Aber hier gibt es tatsächlich Nebenquests. Ich hätte gesagt, nein, gab es nicht. Es gab viele unterschiedliche Enden zum Beispiel. Ja, das gibt es auch nach wie vor. Aber hier kannst du tatsächlich auch Nebenquests machen, die auch Auswirkungen haben auf das, was passiert in der Stadt. Na gut. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Das ist doch ein Brecheisen, ne? Nee, ist nur ein Stock. Ein Stock? Oder? Ja, ist immer so schwer zu erkennen, finde ich jetzt persönlich. Da brummt wer? Gar nicht. Gar nicht, erzähl nicht so einen Scheiß hier. Kannst du nicht. Du sitzt neben mir, weißt du, ich kack mir ja fast ein. Und du sagst, da brummt wer. Ich brumm dir gleich was, Alter. Das ist eine Wasserpfeife, nee, eine Kerze. Mhm. Na gut. Hab ich irgendwas verpasst? Ich hab irgendwas verpasst, hab ich dafür. Das ist so total. Das sollte heißen, ich hatte gerade einen Mund voll. Das sollte heißen, du hast doch ein Feuerzeug und da waren Kerzen. Ach Mensch, Gott, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das sollte auch nur ein Spaß sein. Also, du kannst mich mal. What the fuck? Ich stehe ja. Oh, ja, findest du toll, mit den Gefühlen von mir zu spielen, ne? Ja, mit deinen Gefühlen. Ich wollte uns so ein bisschen romantisch machen. Nee, aber die haben tatsächlich eine Bewandtnis, die Herzen. Erst später, oder? Mhm. Na gut, da kommen ja gerade sehr viele nostalgische Gefühle gerade an diesen Orten hier. Wow! Barbara Streisand Schlüpfer, da habe ich mich jetzt glatt mit erschrocken. Obwohl ich doch wusste, dass hier kernige Gestalten unterwegs sind. Alter, das ist ja der beste Kampf, oder? Das war der beste Kampf und hatte auch so echt was Heroisches, wie du diese Keule da geschwungen hast. Ja, irgendwie schon. Diesen dünnen Draht. Aber lebst du immer noch? Nein, du lebst nicht. Es ist verdunstet. Eieiei, ich. Wenn ich mal zoomen gegen so einen auch. Kann sich nicht frei über die Karte bewegen. Das da oben ist die Kockstraße. Da muss ich hin! Nein. Ta! So, kommen wir mal hier. Wo die Schafe in den Bäumen. Ich sehe immer die Sachen nicht, die man hier aufheben kann. Er zeigt mir ganz tolle Dinge. Ich sehe sie nicht. So viel zeigt er dir jetzt auch nicht. Steine meistens, die sieht man sowieso nicht. Aber die braucht auch kein Schwein. Hallo? Oh, nein! Aua, hey! Jetzt hat's dich erwischt. Jetzt weißt du, was sie macht mit ihrem Gequieke. Hinten abzauen bringt dir ja nichts, du. Ja, wollte sie Wolverine-mäßig machen. Manchmal denke ich, das Geschrei ist noch ein anderer Feind, auf den Spiel rankommt. Ja, sei froh, dass wir hier nicht Dolby Surround anhaben. Taste my boot. In your face. Commander Boogie Shake.
Der neue Gärtner. Ich frage mich, wozu man mitten in der Stadt eine Heugabel braucht. Ja gut. Ja gut, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man seinen Müll mit rausbringen. Man kann den Fernseher mit umschalten. Oder wenn Besuch kommt, mal Besteck raushelfen. Wenn man mehrere Zacken hat, kann man gleich mehrere Fernseher mit umschalten. Genau. Kann man ein ganzes Heimkinosystem mit umschalten. Bisher haben wir noch nicht viel Neues gefunden. Aber er hat mir nicht eingetragen, dass da hinten so ein toller Safe ist. Das finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Dass der Safe da nicht eingetragen wird? Ja. Das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht, ehrlich gesagt. Unerhört. What the f... was? Okay, no. Und das finde ich immer am schlimmsten. Dieses aus dem Schatten heraus watscheln die hier um der Umgebung herum. Das ist Terror Pete und seine Kolonne. Ey, so terrormäßig hier, ey. Das geht nicht. Da rein. Nee. Und da muss man echt aufpassen, weil die sind flink, die Jungs, und die haben irgendwie einen Rappel. Ein Rappel? Die haben einen Rappel, ja. Wie, waren das jetzt andere Gegner? Das waren andere Gegner, ja. Oh je, ich bin ja schon mit den ersten beiden überfordert gewesen. Hören die mich? Auf was reagieren die? Ist das Licht? Hä? Hui. Wo bin ich jetzt reingegangen? In den Keller reingestellt. Oh ja, super Idee. Heult inner. Mir ist auch zum Heulen zumute. Noch ein Safe. Ist die über mir, die da heult? Gott, der Raum geht aber. Ach, du Kacke, Mann. Heieiei. Hei. Vermisst. Lindy Jacobs. Nee, da ist bestimmt die Mutter oben und die ist traurig. Das geht ja nun wirklich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein Clowns-Kostüm, dann kannst du mal hoch. Ist das ein Stock oder ein... Das ist ein Rohr, das, was du gerade eben auch hattest. Och nee, bitte. Oh, shit. Ey, so ein bisschen mehr Beleuchtung, ganz ehrlich. Glühbirnen sind rar in diesen Zeiten. Ey. Polizei! Können Sie mir helfen? Ich sitze hier im Keller von so einer heulenden Alten. Ja, voll nett. Ich kann nicht. Geht nicht. Ah, shit. Was ist das? Okay, jetzt. Komm, jetzt gehen wir da rein. Oh, oh. Ah. Was denn? Was denn? Warum sagst du oh, oh? Ich ahne was. Du ahnst was? Was ahnst du? Ich weiß nicht. Hör jetzt auf zu labern, ganz ehrlich. Okay. Entweder sagst du mir, was abgeht, oder sagst mir nichts. Nein, ey, warum habe ich denn jetzt nicht erst eine Taschenlampe gesucht? Das ist auf jeden Fall die Frau, die ihr Kind verloren hat. Und die ist bestimmt sauer auf mich, weil die denkt, ich habe die geklaut. In eine Tasche gepackt und abgedackelt. Es ist zu viel. Es ist gerade echt zu viel für mich. Es gibt keine Tür hier raus. Denk daran, die Schlüssel sind klein und... Also du gehst davon aus, dass die Schlüssel hier sind? Ich meine ja, dass die hier... Wäre auch fies, es irgendwo mitten in der Stadt zu verstecken, ohne Hinweis darauf, dass es hin soll. Das stimmt. Es gibt aber tatsächlich Rätsel, die sind wirklich sehr bizarr. Ich will da nicht nochmal runter. Die kommt mir jetzt entgegen, ganz ehrlich. Kaku da unten, ey. Er hat aufgehört zu heulen. Nee, es geht nicht. Ganz ehrlich. Scheiße, Mann. Kacke. Ich bin bei dir. Es bringt mir gar nichts. Du laberst nur Mist. Wenn die Tür noch zu ist, ist alles gut. Die Tür ist nicht mehr... Oh. Die ist noch zu. Aber die ist... Oh Gott. Steh mir bei, ganz ehrlich. Okay, ich bin keine Pussy, ich gehe jetzt rein. Was? Hab ich jetzt gerade in das Innere von meinem Schädel geguckt? Jetzt
Komm doch, jetzt greif mich doch an. Greif mich an. Komm schon. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin grusiger als du, komm her. Ich bin nackig. Ich bin viel, viel schauriger als du. Das ist beunruhigend hier, finde ich. Das ist sehr beunruhigend. Vor allem, dass du hier nackend bist. Ich bin nackend. Geh bloß weg. Okay, geh raus. Geh sofort raus. Nimm die Waffe und geh raus. Warum? Geh raus. Das ist ein Poltergeist. Geh raus. Ich sehe aber nichts. Nimm deine Fackel und lauf. Lauf um dein Leben. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Da ist sie. Lauf. Lauf. Lauf um dein Leben. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh Gott. Auf, auf. Oh Gott. Ich kann doch nicht sehen! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Weißt du, du könntest ja was sagen können! Oh. Wie komme ich raus? Da! Oh Gott! Oh Gott! Da raus! Nein, da ist er nicht in der Ausgang! Der Ausgang ist da hinten! Oh Gott! Oh Gott! Wo geht's hier raus? Ich fiebere mit dir! Da! 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 Nein, da geht's nicht raus! Doch, da! Bist du sicher? Ja. Da. Da. Wo? Da raus. Da raus. Ans Fenster gehen. Ans Fenster gehen. Ans Fenster gehen. Ja. Oh, Poltergeister kannst du nicht sehen. Sie kannst du nicht sehen. Da brauchst du UV-Licht für. Scheiß auf dein verficktes UV-Licht. Ich geh da nie mehr rein. Wegen einer beschissenen Pistole, die wahrscheinlich nach drei Kugeln dann wieder alle ist, weil du hast Munition noch im Sack. Nein. Nein. 7 und 5, also hast du jetzt insgesamt 12 Schuss. Oh ey, Gott. Ey, nein. Ich musste kurz überlegen, ob dieses Heulen von den Poltergeistern kommt. Ey. Hätte mal früher einfallen können, ne? In der Robbins-Schule. Ja, das ist Charlie Pendleton. Das ist sein Sohn. Wie? Das war mein Sohn? Das ist ja Pendleton. Er ist auch Pendleton. Und darauf reagiert er nicht, obwohl ich das aufgemacht habe eben. Hätte doch eigentlich darauf reagieren müssen. So ein bisschen so, hoho, das ist mein Sohn. Den kenne ich doch. Ja, jetzt ehrlich mal. Dem habe ich früher mal die Haare gekämmt. Auf das meiste reagiert er, aber auf das nicht. Das ist ja komisch. Das sind Ziegelsteine, gell? Kannst du dir eine Klinkermauer bauen? Um dich rum. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich verklinker mich komplett. Ich hier. Es ist doch nicht wahr. Reinster Terror, dieses Spiel. Ja, wenn ich das nächste Mal keine Taschenlampe habe, gehe ich da nicht rein. Das war Suizid eigentlich, was ich gemacht habe. Ja. Na gut, bisher gibt es ja kaum Einträge bei uns hier. Haben wir noch nicht viel gesehen. Also du, ich habe mehr als genug gesehen, das kannst du mir glauben. Kann jetzt der Abspann kommen, bitte? Habe ich's durch? Roll Credits. Die Barriere, die muss er jetzt auch eintragen. Macht das dann wirklich konsequent, oder? Ja. Ja, jetzt hat das, okay. Durch diesen Tor komme ich nicht durch, ist mir eben schon aufgefallen. Nee. Gibt's wenige Gartentore, die sich aufmachen lassen. Meistens diese... Die klar erkennbar sind. Diese, ja genau, diese gewebten Dinger da aus Metall. Gewebte Dinger aus Metall. Gewebt.